Abgestürztes Flugzeug. Ist das das Flugzeug von den Milliardären? Polo Springs Broschüre. Wir haben ein cooles Outfit, das wir uns leider nicht angucken können. Entschuldigen Sie, Sir, geht es Ihnen gut? Alles in Ordnung? Wie die Polizisten in Zombie-Filmen. Man sieht augenscheinlich, es ist einfach eine verrottete Leiche, aber bleiben Sie stehen! Bewegen Sie sich nicht! Oder ich muss schießen! Ich bin noch voll auf Serious mit den Versuchen zu reden. Oh, hier ist einiges noch an Kisten. Das könnte das Milliardärsflugzeug eventuell sein. Eventuell, man weiß es natürlich nicht. Hier ist schon wieder so ein Golfkart. Können wir es bitte fahren? Können wir es bitte fahren? Können wir es bitte fahren? Nein, können wir nicht. Warum nicht? Ey, was meint ihr, wie Calvin guckt, wenn wir da mit einem Golfkart angefahren kommen? Der rastet aus. Oh, Druckerhart. Oh, MRIs. Hallo, tschüss. Ich wollte gar nicht stören, ich habe dem mir nur das Flugzeug einmal angeguckt. Ja, bye. Ja, vielleicht ist hier in dem Bunker noch irgendwas Sinnvolles drinne. Bis jetzt war ja, ich glaube, jeder Bunker im Prinzip, außer der mit dem 3D-Drucker, war ja so richtig wertlos für uns bis jetzt noch. Wir brauchen eine Schaufel, das ist ganz wichtig. Au, Mann! Nein, auf keinen Fall. Oh, da vorne rechts waren auch noch welche. Die Angsthasentaktik funktioniert aber sehr gut, muss ich sagen. Guck, die haben die auch schon für sich entdeckt. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie riesig der Typ war? Ich würde ja gerne wissen, was das hier ist, aber wir können es nicht überprüfen. Oder wir machen so richtig Krieg mit denen jetzt. Wo ich kein Fan von bin, weil der Riese war 3 Meter groß gefühlt. Und bis jetzt sind wir ja noch gut verschont geblieben von denen. Und ich fühle mich auch noch nicht so richtig irgendwie so hochgerüstet, dass ich sage, ich würde jetzt mit dem Krieg anfangen. Alter, wie laut du schreist! Als wärst du mit direkt neben mir und schreist einfach in mein Ohr rein. Da ist unsere Absturzstelle. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind einmal komplett um die Insel rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwo... Eventuell ist die Schaufel in dem... Eventuell ist die Schaufel in dem... In dem Dorf? Also wir haben da noch bei der Absturzstelle eine Höhle. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Wir kommen jetzt nämlich, wenn wir diesen Fluss folgen, direkt bei unserem Lager raus.
Oder wir nehmen die Höhle noch mit. Ich weiß es nicht. Fragen über Fragen. Das sind Gänse gewesen. Enten. Das ist ein Boot. Wollen wir uns das mal angucken? Bin irgendwie verführt, tatsächlich zu... Hallo, hallo, moin. Bin verführt irgendwie, muss ich sagen. Bin ich rein? Wie schwimmt es denn, wenn es komplett mit Wasser voll ist? Fragen über Fragen. Da vorne ist ein Zelt, da können wir speichern. Weil ich bin jetzt am überlegen, ob wir vielleicht einmal einen neuen Safe anlegen. Und tatsächlich... Schrotflintenkugeln. Wir haben keine Schrotflinte gefunden bis jetzt. Dann lege ich einen neuen Spielstand an, falls noch irgendwas schief geht natürlich. Dann gehen wir einmal zu der Helikopterhöhle. Das sind noch Särge, wir haben aber glaube ich nicht wirklich... Ich kann einmal kurz die Särge noch überprüfen. Trinken sieht gut aus, Essen auch. Wir haben ja noch ein MRI gefunden. Okay, das ist auch gut. In den Särgen sind meistens Seile drin. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mehrmals Seile da drin gefunden. Egal, wo man hingeht, die sind überall. Weil hier kommt ja nichts mehr. Bei der Absturzstelle dürfen auch nochmal Koffer sein, die alle geschlossen sind ja jetzt wieder. Da könnten wir auf jeden Fall nochmal reingucken. Weil da gehen wir jetzt auch nicht jeden Tag immer wieder hin und holen die uns, sondern ja. Und ich meine, man kann ja so über Craften und so, man kann sich ja eigentlich alles herstellen. Wir haben Energiemischungen und ich muss sagen, hier die Pistolenkugeln zum Beispiel, da immer wieder sich die zu holen, ne, die da direkt bei unserem Lager sind, das fühlt sich schon gecheatet an, so. Wir so einen unendlichen Vorrat an Pistolenmunition haben, die würde ich nicht benutzen, so. Das fühlt sich falsch an. Aber so die ganzen anderen MAIs und so, das ist jetzt, finde ich, nicht so der krasse Exploit. Der Höhle waren wir nicht drin, oder? Das ist nicht die Höhle mit dem 3D-Drucker, das ist so eine grüne gewesen. Oh nein, hier haben, das ist halt auch das Problem, dass die in die Bäume reinklettern können und sich auch über die Bäume, ich glaube, die können auch von Baum zu Baum springen und so eine Geschichten. Die sind uns hier in diesem Gefilde komplett übelst überlegen. Ja, hier sind wir jetzt wieder. Die Leuchtfackeln. Reuterseitling. Da krieg ich irgendwie Hunger. Was war das? Papier, was? Jetzt haben wir nochmal eine 9mm Munition gefunden. Hier ist ja nichts, wo wir noch... Wir können auch nicht rein oder so, ne? Seilrutschen Teile. Dann gehen wir jetzt in die Höhle rein, oder was? Oder?
Oder? Oder? Wo ist sie? Ja. Weil eigentlich sind wir gut ausgerüstet. Okay. Und das muss sich auch irgendwie gelohnt haben, dieser ganze Trip. Da haben wir nichts da gefunden. Vielleicht finden wir hier irgendetwas Nützliches. Wir haben kein GPS-Signal mehr. Wir haben Fleisch. Eine Dosenration. Können wir die vielleicht einmal essen? Was ist da überhaupt drin? Kombinieren. Wir brauchen einen Dosenöffner. Ach du Schreck. Dann können wir die ja gar nicht essen. Vielleicht finden wir einen Dosenöffner, das wäre cool. Ach, das war schon an. Okay. Noch einiges an Dorfuhren. Irgendeiner hat Arme mit Uhren gesammelt. Also ich kenne, dass Leute Uhren sammeln. Aber Arme mit Uhren? Naja, was es nicht alles gibt, ne? Ey, und feindseliger als da draußen kann es doch hier eigentlich auch nicht sein. Oder? Die Batterie ist fast leer, aber ich glaube... Okay, vielleicht nehme ich alles wieder zurück. Ich sehe 3. Ah, die Batterien werden automatisch nachgefüllt. Cool. Sollen wir direkt auf die schießen? Die sehen blind aus, um ehrlich zu sein. So, ich dachte, der ist voll groß. Sind die blind? Haben wir Knochen? Ja, okay, hier liegen ein paar Knochen. Ohne Frage. Da, der kommt her. Den getroffen, den nix. Ich seh nix. Oh nein, wie dumm. Man sieht nix. Da ist er. Haben wir nicht diese blöden Fackeln? Leuchtfackel, ausrüsten. Okay, man muss die anscheinend vorher auch anmachen. Wer hätte es gedacht? Rennen die auch unter Wasser? Eigentlich rennen die auch unter Wasser. Alter, wie viele Pfeile kannst du ab? Das war ein Headshot. Ich habe keine Pfeile mehr. Das sind doch ziemlich viele. Das war auch ein Headshot, der steckt ihm nur auf den Kopf. Das war ein Headshot. Das war kein Headshot. Haben wir noch gar keine Pfeile mehr? Doch, wir haben immer noch Pfeile. Oh, ich bin richtig schlecht im Zielen. Aber man sieht auch so wenig.
Alter, ernsthaft? Wir müssen aufpassen. Können wir uns vielleicht... Das Gute ist, dass sie uns hier so einen Hasenfuß hingebaut haben. Noch eine Rüstung, 4 Stück, Seil und Silber. Seil, Gesamt. Kombinieren. Und Kragen. Jetzt haben wir leider nicht mehr genug, aber einen immerhin. Ich würde gerne da runtergehen und mir meine Pfeile wieder zurückholen. Ach, guck mal, hier sind auch Leuchtfackeln. Weil hier, wo wir jetzt stehen, da kommen die ja rauf. Wir könnten noch einen Molotow-Cocktail bauen. Eventuell. Wir haben noch richtig viele Schnapsflaschen gefunden. Kombinieren mit Tuch. Ausrüsten. Ich glaube, wir müssen den erstmal anzünden. Wo seid ihr? Gehen da welche? Jetzt seid ihr abgehauen, ne? Oh. Hi. Hey, hey, hey. Wo ist der denn hingelaufen? Ich hoffe, das Ding explodiert nicht. Also, es kann ja nicht explodieren, aber... Oder kann es explodieren? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben immerhin einen getroffen. Komm her. Ich habe leider keine Pfeile mehr. Und ich weiß, die sind bestimmt overpowered. Die Typen. Erstmal mein Energy Drink. Ein Energy Siegel. Haben wir noch mal ein bisschen Power. Wir haben die Lampe runtergeschmissen. Ich weiß nicht. Man sieht sie halt auch nicht. Kann ich meine Taschenlampe einmal wieder haben? Komm her. Komm her. Kommt her. Also 4 Stück sind das noch. Ein paar habe ich aber auch schon gehittet. Oder 3, ich weiß nicht. Vielleicht ist der eine gerade... Vielleicht habe ich ihn doppelt gezählt. Okay. Also wir haben ihn auf den Boden getroffen. Okay. Oh, 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 oh. Wir machen ordentlich Damage. Schütte dir die ganzen Pillen rein, alle. Okay. Wir haben komplett unsere Panzerung gerade mit ein paar Schlingen platt gemacht. Also ich meine, die Blätterpanzerung ist ja nur zur Tarnung, aber die Knochenpanzerung war direkt mit einem Schlag weg. Ich will meine Pfeile aber auch zurückhaben, die ich hier überall reingeballert habe. Die liegen ja alle am Boden. Komm her. Mist.
Mann, ihr macht mich irre! Kommt her! Ich glaube, wenn wir da runterfallen und irgendwie gegen drei gleichzeitig antreten, die schlagen uns so schnell kaputt. Der hat komplett die Motivation verloren. Ey. Aber man kann auch kontern anscheinend. Okay, wir haben einen. Können wir sagen, ist das wieder Mutantenhaut, die wir als Panzerung benutzen können? Richtig? Eine Zielscheibe haben wir auch. Ich glaube, es sind jetzt, wenn mir nicht alles täuscht, sind es nur noch zwei. Die auch relativ stark verwundet sein dürften. Leider war der, den wir umgebracht, also den wir jetzt umgebracht haben, war leider keiner, der einen Pfeil irgendwie. Der eine hat, das ist der, glaube ich, der hat übel. Oh, ich bin gerade von meiner eigenen Schädelwaffe erschrocken. Der eine hat übertrieben viele Pfeile. Der da hat drei. Aber das ist noch nicht mal der, den ich so oft getroffen habe, glaube ich. Da stecken auch. Wollen wir es mal probieren? Komm mal her! Sind wir immer noch da? Müssten einen können wir vielleicht irgendwie. Was den Molly denn jetzt? Ach da. Ausrüsten. Ausrüsten. Das steht da immer noch, ne? Ja. Perfekt. Den einen haben wir. Den letzten traue ich mir auch so zu. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Komm her. Ich hoffe es. Es ist jetzt noch der eine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch der eine sein dürfte. Warte, wir holen noch einmal die Taschenlampe raus. Ist die sonst gar nicht. Da war er. Alter, wie schnell die aber auch sind. Da. Oh. Oh, 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 oh. Er hat uns einfach fast getötet, Alter, mit drei, vier Schlägen. Oh mein Gott, ey. Das ist nur einer. Und der, habt ihr gesehen, wie viele Pfeile der stecken hatte, dass er überhaupt noch steht? Jetzt komm her. Sei hier nicht so ein Feigling. Also nimm dir kein Beispiel an mir, so zum Beispiel. Bam! Oh ja, der hat gesessen. Der atmet auch noch. Ich sehe nichts. Da, Mutantenrüstung. Und die ist, glaube ich, echt stark. Können wir die auch nehmen? Hier sind unsere 3D geprinteten Pfeile. Wir haben ja auch einige daneben gezimmert. Hier müssten irgendwie richtig viele stecken. Oder auch nicht. Da ist einer.
Man sieht leider auch keine Pfeile, weil es doch düster ist. Ich meine, ich habe hier doch einige daneben geschossen. Schade. Habe ich hier auch noch welche daneben geschossen? Ich sehe jetzt auf Anhieb keine mehr. Die Kohlefaserpfeile waren, glaube ich, relativ gut. Weil wir sind hier alle weg jetzt. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen absuchen. Können wir die Mutantenrüstung irgendwie jetzt anziehen? Wo ist die da oben? Ist das die nicht? Nee, ist Schildkrötenpanzer. Stöcke. Beutel. Mischenmaske. Sahne. Schildkrötenpanzer. Jacke. Da. Okay, jetzt sind wir ein bisschen, jetzt haben wir irgendwie drei Schläge oder so, die erstmal auf den Panzerung gehen würden. Schade, dass man die nicht aufsammeln kann und so ein bisschen hier. So, was haben wir denn hier? This is what we are looking for. Was ist dieses Eis? Gold! Nee, das sieht aus wie Pyrit. Okay, unsere Batterien gehen uns langsam aus. Ein Kreuz. Totschindmunition. Rad, Hebeband, Stoff. Hier geht's. Hier geht's nicht wirklich weiter. Ein Laptop. Auch nochmal Stoff. Noch mehr Spruch finden, Munition, da ein MRI, das komische Pyrit. Ich weiß nicht, ob es Pyrit ist, es sieht aber irgendwie, erinnert es mich an Pyrit. Und Pyrit sieht ja auch goldähnlich aus. Wie wir seit dem gebiesten Zeit-Let's Play auf jeden Fall wissen. Okay, so richtig wirklich gelohnt hat sich das jetzt bis jetzt nicht, ne? Muss ich jetzt auch mal anmerken. Wir haben fast unsere ganzen Pfeile verballert. Ich glaube, wir haben auch nicht annähernd die wiederbekommen, die wir verschossen haben. Oder? Zeig mal. Ja, wir haben so zwei Stück, glaube ich, verloren. Da weiß man jetzt auch nicht, stecken die hier noch irgendwo in der Wand? Sind die vielleicht weggeglitscht durch die Wand oder so? Peace! Okay.
Können wir das C4 so benutzen? Kombinieren mit was? Zeitbombe. Und da brauchen wir Draht, Klebeband, 5 Münzen, eine Platine. Pechrüstung. Eine Uhr. Draht und Klebeband. Seh mal bitte zu, seh mal bitte zu, seh mal bitte zu. Seh zu, Mann! Ich weiß nicht genau, was da gerade passiert. Ist er rausgekommen? Nö, ist nicht. Ich weiß nicht, ob wir den mit einer Ladung töten können. Aber ich würde es probieren. Ausrüsten. Müssen wir die aktivieren? Ich hoffe nicht, dass wir die aktivieren müssen. Okay, das ist auf jeden Fall ziemlich... Boah, und hier lagen sogar dann nochmal zwei. Cool. Ob sich das gelohnt hat? Weiß es nicht. Mann. Ist hier irgendwas oder ist es einfach das Geräusch, was das Fleisch auf dem Boden macht? Ich glaube, es ist einfach das Geräusch. Raw Arm, Raw Bein. Oh mein Gott. Es ist einfach das Geräusch, wenn man hier gegen die Wand läuft. Der schämt sich. Ey, das muss ich jetzt aber noch richtig gelohnt haben. Ich will hier nicht für einen Raw Arm und Raw Bein reingegangen sein. Nö. Also durch den Headshot sind die auch gestorben, ne? Aber ich bin richtig beschissen im Treffen. Okay. Okay, nicht so. Da sind nochmal 3 Stück. Was haben wir mit dem Kreuz? Er sieht auch unglaublich groß aus. Kann das sein? Okay, das ist irgendwas ganz Großes. Wir haben noch so eine Zeitbombe. Komm. Au. Wir waren, glaube ich, ein bisschen nah dran. Das ist einmal so ein Energy-Riegel. Es dürfte jetzt nur noch ein einziger, den ich, glaube ich, gesehen habe. Haben wir hier. God, my workers are having a lot trouble getting anywhere inside these caves in complete darkness. We need more lighting in here. It's a safety hazard. Light it up like a Christmas tree, Hank. Okay. Also es ist zu dunkel da, dass sie da arbeiten können. Man soll... Sie sollen das ausleuchten wie ein Weihnachtsbaum. Der lebt ja immer noch. Wie hat er das überlebt? Wie unsere letzte Bombe. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das hat er nicht überlebt. Ich bin ganz froh, dass wir den nicht sehen konnten. Wir haben aber nochmal zweimal Mutantenrüstung. Vielleicht sogar, nee, der ist leider komplett. Doch. Weil da können wir uns jetzt mit hochrüsten.
Wir müssen aber gleich was trinken, sonst verdursten wir. Trinken wir auch nochmal ein Energy. Haben wir jetzt ein paar. Dann rüsten wir uns nochmal aus mit der... Wo war die noch? Hier. Tragen, tragen, tragen. Den haben wir schon gehabt. Nee, haben wir nicht. Aber irgendwie, außer jetzt vielleicht die Rüstung, das ist natürlich, die kommt ganz nützlich, aber ansonsten haben wir jetzt nicht wirklich so lohnenswerten Kram hier drin gefunden, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das Vieh war richtig stark, das hat zwei Zeitbomben überlebt. Hinter uns, was auch immer es ist. Oh mein Gott, lauf, 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 lauf. Oh Scheiße, Scheiße. Es ist irgendetwas richtig Schnelles mit ganz vielen Beinen. Es ist immer noch hinter uns her. Es ist einfach immer noch hinter uns her! Oh Mann, ihr Mistviecher! Wir haben keine Zeitbomben mehr. Wir könnten nochmal einen Molly bauen. Seh zu, seh zu, seh zu. Ausrüsten. Ausrüsten. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ich sehe es nicht. Ist es unter uns gewesen? Man sieht nichts. Ich brauche einmal die Taschenlampe. Nee, ist es hier nicht mehr. Und der Molly ist wieder ausgegangen. Ist wieder zurückgegangen, kann es sein? Hä, wie kann das denn sein? Vorsicht, lauf. Da ist es. Komm. Deine ist doch tot, kann das sein? Ja. Oh Gott. Mit Handbrücken. Warum sind wir... Was zur Hölle? Warum kommen wir da nicht wieder durch? Wie dumm das ist, mit denen in Combat zu gehen. Okay, jetzt haben wir keine Rüstung mehr. Pfeil nochmal, Pfeil und Bogen vielleicht nochmal. Er stirbt.
Oh mein Gott. Ich bitte meine Pfeile wieder haben. Danke. Aber die Rüstung hat richtig viel gebracht. Ohne die wären wir 5-mal gestorben. Muss man ja jetzt mal sagen. Die war nicht schlecht. Ich hoffe, das war nicht. Ich hoffe, das war das Einzige. Weil wir haben unsere ganze Rüstung verballert. Bis jetzt haben wir nichts Vernünftiges drin gefunden. Außer Mutanten. Was ja nicht gestorben sind, das muss man ja auch mal sagen. Das muss man auf jeden Fall. Ich glaube, war es das Einzige, was da war? Ich weiß es nicht. Kam mir so vor, als wäre da noch ein zweiter von der. Aber es kann auch vielleicht was ohne der eine. Es waren ja technisch gesehen zwei. Im Prinzip. Und das Geräusch hat man von Weitem auch gehört, dass er so gekreischt hat. Oh nein, Babys! Molly. Kombinieren. Ausrüsten. Inventar. Babys gibt's auch wieder. Oh nein. Wir haben einige getroffen. Ich hoffe, wir sind nicht zu overpowered. Haben wir ihn erwischt? Nein, haben wir nicht. Ist er tot? Zwei leben noch. Der andere da. Sorry, Babys. Das lief aber ganz gut. Muss man ja auch mal anmerken. Oh mein Gott, ey. Die Hölle ist. Die Höhle ist die Hölle. Wir können hier mal ein bisschen Disco-Atmosphäre machen. Yay! Aber bis jetzt haben wir nichts richtig Gutes gefunden. Nix. Also wirklich nix. Das Beste, was wir gefunden haben, war dieses scheiß Kreuz, glaube ich. Das ist so richtig useless im Prinzip. Dann schmeißen wir hier mal ein paar hin. Wo sind wir? Da. Zack. Haben wir keine Batterien mehr für die Taschenlampe? Ich hatte so auf die Schaufel gehofft, ne? Wie weit geht diese Höhle denn noch? Und ich glaube, das war. Also, ich weiß nicht, wenn jede Höhle so ist, raste ich aus. Ich hoffe, das war jetzt einfach eine Höhle, wo richtig viele Mutanten automatisch drin waren. Komm jetzt. Nein, ist das schon wieder so ein Fettsack? Also wenn es jetzt wieder so ein Fettsack ist, oder unsäglich viele Mutanten, dann gehe ich hier raus. Weil ich kann das nicht mehr. Wir haben übertrieben viel Shit verbraten.
Hey, wir brauchen einen Dosenöffner. Hört auf, mir Dosen zu geben. Und überall ist dieses Pyrit, aber was können wir damit irgendwas anfangen? Wir sind ja nicht wirklich auf der Suche danach. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man hört. Ihr scheiß Fledermäuse. Oh nein. Also ich sehe zwei und einen, der auf uns zuläuft. Nee, er läuft nicht wirklich auf uns zu. Die machen einen halt auch platt wie nichts Gutes, ne? Die haben auch, glaube ich, keine Pfeile mehr. Doch, haben wir noch. Also mit dem Headshot sind die ja down. Problem ist, dass ich nichts sehen kann. Ne, kannst du vergessen. Ne, das kannst du komplett vergessen. Wie soll ich das denn machen? Sehe ich aus wie ein Hellseher? Die sehen aber auch blind aus. Oh, er leidet anscheinend. Wir haben Hunger. Dann würde ich doch glatt... Aua. Boah, der hat so einen Punch drauf gehabt. Der hat uns einfach unsere Rüstung und... Wir hatten, glaube ich, noch eine Rüstung, ne? Der wird uns töten, wenn... Oh, Mann! Da, Edge. Mist. Ich sehe nichts mehr. Mach die scheiß Taschenlampe an, du Affe. Ey, ich krieg die nicht besiegt. Vielleicht hätte ich mal ein paar Leuchtfackeln benutzen sollen. Da. Schmeißt jetzt eine Leuchtfackel hin. Und nimm den Bogen und hoffe, dass ich seinen Kopf treffen kann. Junge, wo krabbelst du denn lang? Alter. Ich will ja sagen, dass es ein Luckshot war, aber es ist gut können, ne? Es ist denen klar. Hoffe ich jedenfalls. Wir sind ganz leicht bloody. Wir haben ja auch nur... Ich weiß nicht, wie viele Zombies hier... Zombies, Dorfbewohner, ich weiß nicht, wie man die nennen soll. Also... Haben wir davon noch jetzt einen gehabt, oder? Okay. Ja, ich bin auch nicht... Ich bin leider nicht vorher drauf gekommen. Wir haben ja vorher einen Pfeil schon abgefeuert. Wo ist denn der gelandet? Hier. Cool. Cool, dass wir den wiedergefunden haben. Weil ich will jetzt hier eigentlich auch nicht rausgehen. Weil wir haben die fast geklärt. Das können ja... Eigentlich können das nur noch die zwei sein. Vielleicht sind es auch noch ein paar mehr. Ich weiß es nicht. Und am Ende kriegen wir einen Dosenöffner. Okay, es sind... Oh. Es sind einfach 6 Stück oder so.
Schnauze. Scheiße. Nein. Ich weiß nicht, ob ich einen Kopf... Nee, hab ich nicht. Ich hab gar keine Pfeile mehr drin. Scheiße. Mann! Woran hakst du fest? Oh Gott. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Guck mal unser Leben an. Wir sind One-Hit. Bitte nicht, bitte nicht. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Das Gute ist, dass sie so ein bisschen... Oh, vielleicht schaffen sie es einmal kurz. Mann, ich will jetzt hier nicht raus. Ich wette, wenn wir neu laden, dann ist sie wieder randvoller Zombie-Mutanten. Oder was auch immer das sein soll für Viecher. Scheiße. Ja. Dass es auch so viele sind. Mist. Es ist euer Scheiß Ernst. Ich habe keine Pfeile mehr, glaube ich. Na gut, doch, ich habe noch welche. Mann! Ich glaube, ich habe seinen Kopf getroffen. Ne, habe ich nicht. Der hat gesessen. Oh, wir haben auch keine. Okay, nochmal ein Energy. Schmeiß weg den Dreck. Nochmal ein Energy. Spiegel. Kelvin denkt sowas von, dass wir tot sind. Aber ich glaube selber schon, dass wir tot sind, langsam. Wir haben jetzt nochmal zwei Panzerungen. Wie viele haben wir getötet? Zwei, aber da waren, glaube ich, noch ein paar. Es war aber auch ein haarscharf. Und wir haben auch keine Lichtquelle mehr. Oder wir haben noch ein paar Fackeln, aber sobald die leer sind, sind wir komplett blind. Wenn wir die versuchen, hier immer wieder herzulocken. Teilweise, weiß ich nicht, habe ich da vorne vielleicht noch Pfeile daneben geschossen? Irgendwo in der Wand stecken. Unsere Batterien sind halt auch irgendwann leer. Da hält auch nochmal das Ding. Hier steckt ein Pfeil. Ich habe so über ihn rüber geschossen, deswegen müsste er eigentlich hier irgendwo gelandet sein. Ja. Ich bin überrascht, dass wir noch nicht tot sind, muss ich ehrlich sagen. Ey, wie oft fliegt der denn da noch los? Zwei Stück sehe ich jetzt noch. Ne, dahinter ist noch ein dritter, ein vierter. Ey, das könnt ihr vergessen, wir können das nicht. Ne, wir müssen hier raus, ey, so eine Scheiße. Oh, alles für die Katz, ne? Oh, eigentlich will ich nicht raus. Ich will noch probieren, eigentlich das noch zu clearen, das Ding. Wir haben noch ein paar Fackeln, vielleicht schaffen wir es.
Also er schießt ein bisschen weiter runter. Mist. Also hier hin. Ja. Oh nein, das ist so einer. Okay, ja, wir sind im Arsch. Wir müssen hier weg. Ich hoffe inständig, dass er das saved. Und dass, wenn ich speichere und das Spiel lade, einfach nicht die Höhle wieder voll ist. Das wäre sonst so kacke. Das wäre einfach so kacke. Weil wir haben jetzt hier locker eine halbe... wahrscheinlich sogar länger als eine halbe Stunde. Hier versucht die Höhle zu clearen. Das ist einfach... Wir brauchen anscheinend nicht mal zu laden. Die sind so auch hier wieder respawned. Oh mein Gott, scheiße. Aber ich denke mal, wir schaffen es hier noch wieder raus. Ich würde gerne wissen, wie spät es wohl ist. Oder respawn. Weil, was waren das? Wo kamen die denn auf einmal alle her? Das waren doch welche, die respawned sind, oder was? Boah, es ist ja frustrierend. Ich meine, wir hätten es noch weiter probieren können, aber wir haben alles verballert. Wir haben unsere ganzen Fackeln verballert. Und bis jetzt haben wir auch nicht irgendwas gefunden. Warte, wir gucken einmal kurz, wie spät ist es? 8:59 Uhr. Morgens, ne? Ja. Oh, wie frustrierend. Hä? Was ist denn mit der Kiste los? Batterien. Noch Seil. Haben wir nicht eins verbraten? Hier sind noch ein paar Kisten. Wir haben alle 3D-Drucker-Dinger ver... Wollen wir denn noch einmal kurz in die... Weil wenn wir jetzt randvoll mit Druckerhart sind, dann würde ich doch sagen, gehen wir einmal in die Höhle mit dem 3D-Drucker. Und wo irgendwas war so richtig teuer, was wir drucken konnten. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Weil das würde ich dann drucken. Welcher Tag ist? Tag 10. Also waren wir einen kompletten Tag jetzt in der Höhle. Laufen wir hier noch mal. Ja. Das ist auch die richtige. Das ist die 3D-Druckerhöhle, oder? Ich glaube ja. Geht doch einfach die Welt gerade unter. Die Frage ist auch, wo kriegen wir diese blöde diese dumme Karte her? Nachher liegt die hier einfach irgendwo. Der Müll oder so. Die liegt hier einfach auf dem Boden. Na, guck mal. Techmesh Schlitten. Wie viel haben wir denn? Oder zieht er das jetzt noch nicht ab? Wahrscheinlich. Okay. Wir müssen es immer wieder da...
Was? Wo ist denn der? Guck der Schlitten. Ach so, der wurde einmal so angezeigt. So klein. Nochmal Batterien. Eine Papierzielscheibe. Da ist auch jedes Mal anderes Stuff drin, weil die hatten wir ja vorher nicht gefunden. Dieses Tech-Mesh würde ich auch einmal gerne machen. Oh, die Pfeile hier. Die können wir natürlich jetzt richtig gut gebrauchen. Okay, vielleicht ist es auch gewollt, dass die Sachen wieder respawnen. Dann würde ich jetzt noch Pfeile ohne Ende drucken, so viel ich kann. Ey, das ist ja doch relativ hardcore, ne? Wie das da abgeht. Ey, wir drucken uns jetzt noch so viele Pfeile, wie es geht. Können wir mehr als gut gebrauchen. Was zur Hölle? Das sieht so aus, als könnte man sich noch eine Rüstung irgendwie drucken, oder? Oder was soll das da darstellen? Ich glaube, wir können nicht mal mehr die Pfeile drucken. Ist es richtig? Doch. Okay, aber danach können wir, glaube ich, keine mehr drucken. Wir haben jetzt keinen. Wir haben jetzt nicht mehr genug Druckerharz. Sehe ich das richtig? Wer wird jetzt. Ja. Aua, Mann, das piepen war übelst laut. Okay, dann gehen wir jetzt zu Calvin und dann beenden wir auch die, also ich denke mal, ich werde das irgendwie in 3 Folgen wahrscheinlich aufsplitten. Ich weiß nicht genau, wie ich das bearbeite oder so. Muss ich mal gucken. Weil es ist so schwer. Mein Gott. Weißer Hase. Schneebären. Haben die vorher auch schon überall Schneebären gewachsen? Sind die überall schon gewachsen? Granaten hätten wir auch noch gehabt. Die habe ich ganz vergessen. Oha. Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Ja, ich denke mal, man braucht wahrscheinlich einfach Pfeile. Ich weiß nicht, ob man hier auch Feuerpfeile bauen kann. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht so weit fortgeschritten, dass wir jetzt schon übertrieben doll angegriffen werden bei uns im Lager. Ich hoffe nicht. Schwierig. Wir brauchen auch den Spaten. Ich weiß nicht genau, wo wir den herbekommen. Mal gucken. Ja, das ist ja jetzt. Da hinten beim Heli ist ja die Höhle, wo wir jetzt gerade hergekommen sind. Vielleicht eventuell nochmal eine andere Höhle auschecken. Vielleicht war das ja auch die Endhöhle oder so. Also, es war.
Weil vielleicht ist es auch gewollt, dass es relativ schwer ist in den Höhlen. Ich meine, wir sind ja relativ gut durchgekommen, aber es war auch... Vielleicht, wenn man noch ein bisschen mehr Knochenrüstung hat. Ich weiß es nicht. Home sweet home, ey. Ich fühle mich, als wäre ich... Wäre immer weg gewesen. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Warte, wir hauen das auf den Grill, das Fleisch. Hey, das Feuer ist endlich mal ausgegangen. Na. Die Beine und so können wir da auch gleich raufschmeißen, aber die lassen wir dann verbrennen, bis dann noch Knochen übrig bleiben, weil das, glaube ich, schädlich, die zu essen. Oh nein, das wird auch schlecht. Nee, dried Fleisch. Das ist einfach getrocknet. Wird nicht schlecht. Die Mutantenfrau ist hoffentlich noch am Leben und nicht ins Feuer gelaufen und gestorben. Da haben wir jetzt hier den ganzen ekligen Scheiß mal rein. Ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt. Ja, ganz ruhig, Digga. Ist voll am Fang, ne? Was zur Hölle können wir mit dem Kreuz machen? Können wir das vielleicht der Mutantenfrau zeigen? Und dann reagiert sie da irgendwie vielleicht positiv drauf? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die ist jetzt nicht gestorben. Weil wer weiß. Den mit den Kreuzer stehe ich auch nicht ganz. Naja, das hat sich ja ganz anders entwickelt, als ich mir das gedacht habe. Ich dachte ja, wir schaffen es vielleicht noch irgendwie hier unser Lager ein bisschen weiter zu bauen. Aber wir sind ja jetzt komplett einfach einmal um die Insel rumgelaufen. Haben alle, eigentlich alle Markierungen, die wir auf dem Weg gefunden haben, einmal überprüft. Können wir halt nichts machen. Wir brauchen eine Schaufel auf jeden Fall, um das eine GPS-Signal noch irgendwie zu bekommen. Vielleicht ist da eine Keykarte drin, das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten die Höhle fast geklärt, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn wir neu laden, dann ist sie wahrscheinlich wieder komplett voll. Es kam mir so vor, als wären die sowieso wieder gespawnt. Sogar während wir da noch drinnen waren, also müssen wir mal gucken. Naja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde ja jetzt wahrscheinlich mehrere Folgen daraus machen, also entschuldigt, dass es teilweise keine Begrüßung und teilweise also kein Intro und keine Verabschiedung gibt. Ich hoffe, ihr verkraftet das in ein paar Folgen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Und wie immer, bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao.